Archäologischen Befunde auf dem Weinberg wurden durch Ausgrabungen im Jahr 1917 freigelegt. Die drei Gebäude konnten im späten 2. und frühen 3. Jahrhundert nach Christus zugeordnet werden. Das spannendste Bauwerk auf dem Weinberg ist ein kleiner römischer Tempel. Aufgrund der Funde handelt es sich hier um ein Heiligtum für Mars und Viktoria. Die Reste der Statuen dieser beiden Gottheiten wurden bei den Ausgrabungen entdeckt. Köpfe und Hände der Statuen wurden wahrscheinlich bei der Zerstörung des Tempels vorsätzlich abgeschlagen. Im Tempel wurden römische Waffen geweiht. Der größte Bau am Weinberg liegt westlich des erwähnten Tempels. Aussagen zu seiner ursprünglichen Funktion sind nicht möglich. Ein kleiner Bau südwestlich davon wurde vom Ausgräber Paul Reinecke noch als Wachturm gedeutet. Neuere Untersuchungen weisen eher auf einen weiteren kleinen Tempel. Die drei Gebäude auf dem Weinberg gehören zu einem Kultbezirk oberhalb des Hilfstruppenlagers von Eining. Diese Kultbezirke lagen oft, wie in Eining, auf Hügeln außerhalb des Kastells.